Wir losen jetzt aus. Ich würde dann Christian da bitten, fängst jetzt einen auf. Einfach einen aufzufangen. Und einen nur. Sehr gut. Der ist zuerst dran. Gut, der ist jetzt zuerst dran und das ist der Roland. Der Roland Mulzer ist dann zuerst dran und als zweites kommt der Lothar Kraus dann dran. Dann könnt ihr euch vorbereiten. So, dann würde ich sofort mit dem Roland anfangen, sich vorzustellen. Roland, bist du da? Gut, Roland, du hast dich noch nicht vorgestellt, dementsprechend hast du 3 Minuten Zeit zum Vorstellen, bitte. Ah ja, okay. Hi, mein Name ist Roland Mulzer und bin auch bekannt unter meinem Nick Ahoy. Ich bin fast ein halbes Jahrhundert alt, habe 2 Kinder großgezogen. Ich war Schatzmeister im Kreisverband Landshut und es ist ein Wunder, dass ich hier überhaupt kandidieren kann. Das Wunder heißt Bundesschiedsgericht. Vielen Dank dafür. Auf das Wunder 2 warte ich noch, ob meine Beitragszahlungen anerkannt werden und endlich ich dann auch akkreditiert werde, damit ich auch selber mich wählen kann. Auf das Wunder 2 warte ich noch, ob meine Beitragszahlungen anerkannt werden und ich endlich akkreditiert werde. Im Januar in Bochum hat es geklappt. Hier will man mir keine Stimme geben. Alle guten Dinge sind 3 und das Wunder Nummer 3 ist mein Twitter-Implantat, das mir gerade meldet, wie über mich hergezogen wird. Das ist nicht Neues, das ist bei denen normal, denn sie haben Angst, große Angst. Und das ist der eigentliche Grund, warum ihr mich wählen sollt, ja sogar wählen müsst. Was da gerade abgeht, ist, warum es ein Wunder braucht, um hier zu stehen. Für mich stehen an erster Stelle die Persönlichkeitsrechte, die es uneingeschränkt zu schützen gilt. Gleich danach kommt die Transparenz. Und davor haben die Twitterer Angst, da ich niemanden decken werde. Die aktuelle Transparenz der Finanzen und deren Nicht-Nachvollziehbarkeit ist ein schlechter Witz. Und genau dieses Thema gehe ich an als stellvertretender Schatzmeister. Fragen? Moment, die Frageliste werde ich eröffnen. Nein, wenn das deine Vorstellung war, das war sie, dann würden wir jetzt die Versammlung fragen, ob sie den Kandidaten Roland Mulzer befragen will. Bitte jetzt abstimmen, ob ihr den befragen wollt. Das sieht für mich sehr klar negativ aus. Dementsprechend danke ich dem Kandidaten und wir würden dann den nächsten Kandidaten bitten, sich vorstellen zu kommen. Das ist der Lothar Kraus. Bitte jetzt sich vorstellen kommen.